Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Autophorie. Heute mit dem Q&A zum Mazda CX-30, also euren Fragen, die ihr zu diesem brandneuen Fahrzeug hattet. Wir versuchen diese jetzt in diesem Video zu beantworten. Das Ganze wieder on the road, praktisch so live, wo wir im Fahrzeug es testen. Wir sind das Fahrzeug schon gestern gefahren. Wir haben jetzt heute Morgen leider ein bisschen Zeitnot, dementsprechend so mit Bewegung im Hintergrund. Die erste Frage, die gestellt wurde, lautet: Wie sind die Platzverhältnisse im Innenraum im Vergleich zum Mazda 3 und CX-5? Also im Vergleich zum Mazda 3 würde ich sagen, marginal besser. Hier vorne im Cockpit ein wenig mehr Kopffreiheit, aber breitenmäßig ist es ungefähr gleich. Aber hinten im Fond sollte auch ein bisschen mehr Platz sein. Vor allem ist es deutlich heller und man hat auch mehr Kopffreiheit. Im Vergleich zum CX-5, ich glaube, der CX-5 hat nicht mehr so viel mehr Platz. Vielleicht ein bisschen mehr nach oben, ein bisschen mehr in die Breite, aber das war's. Also ich glaube, so im direkten Vergleich, wenn man so drin sitzt, mit normaler Größe, würde es jetzt nicht viel auffallen. Wir biegen mal kurz ab. Wir sind gleich wieder für Sie da. Please hold the line. The person you've called is temporarily not available. Please hold the line. Your call is important to us. Ich habe immer Angst, dass diese Schranke wieder runtergeht. Ja, mir ist das einmal passiert, Freunde. Das ist wirklich einer sehr bekannten Bank. Stand ich im Parkhaus. Und ich weiß nicht, was war, aber ich musste kurz drunter, ach, ich glaube, vor mir war irgendwer, weil das ist direkt an der Fußgängerzone. Und ich musste warten und stand unter dieser Schranke und ich hatte schon so ein mulmiges Gefühl. Und dann in dem Moment, bam, voll oben drauf. Da war ich aber sauer. Aber die sind sehr weich, diese Schranken. Die war auch gepolstert, ich glaube, die wussten das schon. Die macht das öfters. Da war so Schaumstoff unten dran. Die wussten das. Gibt es für die Passagiere hinten mehr Platz als im CX-3? Auf jeden Fall. Wie gut funktionieren die Assistenzsysteme, insbesondere der Spurhalteassistent? Ja, am besten Videofahrbericht anschauen. Ja, ja. Guckt euch einfach die Review an. Da gehen wir darauf ein. Oder Fabian geht darauf ein. Da. Welche Motoren gibt es? Ich wollte es jetzt selber beantworten. Ich wollte es jetzt selber beantworten. Nee, okay. Nee, komm. Ja, drei. Ein Diesel mit 116 PS. Einziger Diesel, den es gibt. Bei uns nicht mit Allrad verfügbar, aber generell weltweit mit Allrad verfügbar. Kann also sein, dass er auch irgendwann vielleicht, aber wahrscheinlich eher nicht, weil der Absatz davon ist zu klein in Deutschland. Und den 122 PS Benziner, den wir fahren. Und den 180 PS Sky Active X Benziner. Benziner übrigens auch mit Allrad bei uns in Deutschland. Wie ist die Materialanmutung? Danke für dieses Wort übrigens. Ich finde, das kannst du ganz gut beantworten, aber ich sag's mal so, besser als in vielen Kunststoffbombern in dieser Klasse. So. Ja, da hat Fabian definitiv recht. Die Konkurrenz dieser Klasse, muss sich ein bisschen warm anziehen. Ich drück's mal gelinde aus, aber hier steht wirklich ein harter Konkurrent jetzt auf der Fläche, auf der Straße. Wir haben vor allen Dingen wenig Kunststoffflächen im Vergleich zu anderen Kandidaten. Viel Leder, Schrägstrich Kunstleder und dementsprechend auch eine deutlich schönere Haptik als bei der Konkurrenz. Wir haben viele Soft-Touch-Flächen, da wo es wichtig ist, auf jeden Fall. Und alles ist sehr ordentlich verarbeitet. Ich schaue gerade noch mal so über die Nähte. Wir haben keine Fadenspannung, die irgendwie falsch eingestellt wäre oder so. Also Preis-Leistung ist absolut top und dementsprechend auch die Anmutung. Eine Frage, die ich wieder an dich abgeben kann. Wie erprobt ist der Sky Active X Motor? Ja, sehr. Wie jeder andere Motor, den jeder andere Hersteller auch auf der Welt immer vorstellt. Die sind 4, 5, 6, 7 Jahre in der Entwicklung. Das dauert schon eine Weile. Und den Sky Active X hatten wir auch in der Prototypenphase, wo er schon relativ weit war. Und das müsste jetzt bald 2 Jahre her sein. Und ich glaube, der ist schon sehr erprobt. Und ich bin auch sehr gespannt. Wie gesagt, im Oktober haben wir den im Mazda 3 für länger. Und dann können wir auch sehr genau drauf eingehen. Wieso bietet Mazda kein Panoramaschiebedach an, lautet die nächste Frage. Und die Antwort ist, tun sie. Also da ist deine Information anscheinend falsch, denn
Ihr bekommt mit dem stärksten Motor oder könnt mit dem stärksten Motor hier ein Panorama-Glasschiebedach bekommen. Wie ist das Platzangebot, der Kofferraum und das Infotainment-System und die Assistenten? Also, wie ist das komplette Fahrzeug im Prinzip? Grundausstattung wäre wichtig bezüglich der Aufpreise für alles, was fehlt und wichtig wäre, zum Beispiel Assistenzsysteme. Teilen wir diese Frage mal in ein paar Kleinigkeiten auf. Erstmal schaut euch definitiv die Review an, da sind viele der Fragen schon beantwortet. Das Platzangebot ist dementsprechend auch gut hier drin. Man fühlt sich vor allen Dingen gut hier drin. Der Kofferraum hat 430 Liter. Die könnt ihr dann in dem Fahrbericht auch nochmal sehen. Und man kann selbstverständlich umklappen etc. pp. Infotainment-System und Assistenten würde ich sagen, ihr habt eigentlich in der Basisversion alles, was ihr braucht. Wenn ihr dann die erste Ausstattungsvariante, wie heißt die nochmal? Selection, genau. Wenn ihr dann die erste höhere Ausstattungsvariante nehmt, also praktisch über der Basis direkt das nächste Modell wählt, dann bekommt ihr wirklich alles, was man braucht. Und meiner Meinung nach sind die zwei Stufen darüber nur noch die Cherry on top. Ist der Kofferraum etwas größer als beim aktuellen Dreier? Hast du die Zahl vom Dreier auswendig im Kopf? Auswendig nicht, aber ja, der Kofferraum ist größer als der Mazda 3. Wie verhält sich der Verbrauch beim 122 PS Benziner mit All-Wheel-Drive 0,5 Liter mehr realistisch? Also den All-Wheel-Drive hatten wir nicht, weil der, glaube ich, gar nicht hier war. Aber was ich jetzt so gehört habe, auch von den anderen, sind wir alle ungefähr im selben Bereich. Also wir sind mit 5,9 unterwegs gewesen, Thomas war, glaube ich, 6,0, 6,1 Liter unterwegs. Und wir sind ja alle im Prinzip die gleiche Strecke gefahren. Von dem her, glaube ich, damit kann man rechnen mit diesem Wert. Und der Allradantrieb ist ja heutzutage mehr so da, wenn man ihn mal braucht. Und ansonsten hat man eigentlich nur das Gewicht, was man mitträgt. Also ich glaube, es kann durchaus sein, dass es sogar weniger als 0,5 Liter sind. Das Schöne ist, das möchte ich noch hinzufügen, bei Mazda könnt ihr euch eigentlich immer sehr gut an die Werte geben, Was ich noch hinzufügen möchte, ist, bei Mazda könnt ihr euch sehr schön eigentlich immer an den Werten orientieren, die auch angegeben werden, denn Mazda bleibt immer sehr nah dran. Also es ist nicht so, dass man irgendwie ein super Kunstwerk hinlegen muss, um diesen Verbrauch, den Mazda angibt, zu erreichen, sondern wenn man einfach ein bisschen umsichtig fährt, dann schafft man das wirklich und es ist wirklich realistisch. Und wir hatten schon mehrere Testberichte mit mehreren Mazda-Fahrzeugen, wo wir den angegebenen Verbrauchswert sogar unterschritten haben, weit unterschritten haben. Bitte ein Vergleich zur Rundumsicht im Bereich der C-Säule zum Mazda 3. Ja, da sind wir extra im Fahrbericht drauf eingegangen. Umsicht ist mindestens 30-40% besser als im Mazda 3. Gibt es konkrete Pläne seitens Mazda, den CX-30 mit dem Skyactiv XR6 auszustatten, welcher zuerst im CX-5 und im Mazda 6 Einzug halten soll? Nein, also definitiv nicht. Hier haben wir eine Plattform, die setzt auf querverbaute Motoren und der Reihen-6-Zylinder, Diesel als auch Benziner, ist längs verbaut. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das dann mit diesen zwei Modellen wird. Und der passt hier A nicht rein und auch von der Antriebsplattform passt er nicht rein. Ist der kleine Benziner ausreichend für das Auto? Wie ist die Geräuschdämmung, Platz hinten und im Kofferraum im Vergleich zum Mazda 3? Auch diese Frage splitte ich mal ein bisschen auf. Ist der kleine Benziner ausreichend für das Auto? Ich denke, ja, aber es geht natürlich immer mehr. Wenn man mehr Ansprüche hat, mehr schnelleres Ansprechverhalten haben möchte, dann kann man selbstverständlich die größere Variante wählen. Aber ich finde, der kleine geht auch. Ja, passt. Gut. Was war der zweite Teil der Frage? Achso, dann der zweite Teil. Wie ist die Geräuschdämmung? 1A. Also ich kriege vom Motor eigentlich gar nichts mit. Das Einzige, was man hört, sind die Windgeräusche aufgrund der Außenspiegel etc. pp. Und aufgrund der Karosserieform selbstverständlich. Aber das lässt sich auch einfach nicht vermeiden bei so einem Fahrzeug. Platz hinten und im Kofferraum im Vergleich zum Mazda 3. Auf diese Frage sind wir, glaube ich, gerade schon eingegangen, wenn ich mich nicht irre. Warum heißt der CX-30 und nicht CX-4? Also warum der Wandel in der Namensgebung? Ich wusste, dass diese Frage aufkommen wird. Naja, der CX-30 heißt nicht CX-4, weil es einen CX-4 schon gibt. Zwar nicht bei uns, aber den gibt es weltweit
Ich glaube in den USA und irgendwo in Asien. Also es gibt einen CX-4, ist im Prinzip die Coupé-Variante des CX-5. Wird es in Zukunft einen größeren SUV als den CX-5 bei Mazda geben? Ist das geplant? Es gibt ein größeres SUV als den CX-5, den CX-9. Allerdings nicht bei uns. Also theoretisch gesehen gibt es da was, aber sie bieten es einfach bei uns nicht an, weil der Markt dafür nicht da ist. Diese sehr kleinen SUVs sind einfach viel beliebter. Aber geht mal davon aus, dass der CX-5 in der nächsten Generation etwas wachsen wird. Gegenfrage: Brauchen wir noch ein größeres SUV in Deutschland? Ich glaube nicht und ich glaube auch Mazda ist sich dessen bewusst, dass wir das eigentlich nicht brauchen. Eigentlich nicht. Warum kann der nur 1300 Kilogramm anhängen, technisch bedingt, und ist eine Auflastung möglich? Da müssten wir nochmal drauf zurückkommen, aber ich glaube, Auflastung ist nicht möglich und ich nehme mal an, technisch bedingt. Wird es den auch mit Diesel, 4-Wheel-Drive und Automatikgetriebe geben? Theoretisch gesehen gibt es das Modell so, weltweit zumindest. Allerdings ist der Dieselanteil bei uns bei diesem Modell, was Mazda schätzt, unter 10%. Und davon der Allradanteil wäre wahrscheinlich noch deutlich geringer. Dementsprechend hat man das erstmal nicht verfügbar. Aber die Autos werden ja alle im selben Werk produziert und sollte da plötzlich ein ganz krasser Umschwung da sein, könnte man da auch den Allrad anbieten. Aber persönlich gehe ich nicht davon aus, dass es irgendwie irgendwann Allrad mit Diesel geben wird. Und wie viel Prozent der Käufer werden sich laut Mazdas Prognosen für den CX-30 statt den Mazda 3 oder den CX-3 oder den CX-5 entscheiden? Also diese Statistik hat Mazda jetzt im Prinzip nur mit den SUV-Modellen gezeigt. Das heißt, vom CX-3 hat man im letzten Jahr 16.000, glaube ich, abgesetzt. Und vom CX-5 knapp 17.000, 18.000. Und vom CX-30 erwartet man nächstes Jahr knapp 16.000 Einheiten in Deutschland. Also man erwartet nicht unbedingt, dass sich Kunden davon wegbewegen, sondern dass es einfach generell mehr Kunden werden, vor allem viele Neukunden, die sich für diese Zwischenstufe entscheiden, denen der eine zu klein und der andere zu groß war. Und ich glaube, das gleicht sich dann auch wieder ein bisschen mit dem Mazda 3 aus. Wie gesagt, da gab es jetzt keine offiziellen Zahlen, wie viel man davon... Aber geht mal davon aus, dass sich mehr für das SUV als für den Mazda 3 entscheiden werden. Ich habe nur gehört gehabt, dass es bald den Mazda 6 nicht mehr als Kombi geben wird. Stimmt das? Darüber habe ich leider keine Informationen. Kann allerdings Sinn machen, da die Studie, die man zuletzt gezeigt hat, eine sehr schöne Coupé-Limousinen-Studie war. Und Kombi sehr stark eigentlich nur ein innereuropäisches Thema ist. Also nicht mal voll europäisch, sondern nur so Zentrum, DACH vielleicht. Also kann durchaus sein, dass das wegfallen wird. Denn man hat ja ausreichend SUVs im Angebot. Frag mal, was Sie sich bei den Radkästen gedacht haben. Ja, ich glaube, das ist die größte Kritik am Auto, dass der Kunststoffbeplankung ein wenig zu viel ist. Ja, Designer halt, ne? Ich finde es auch zu viel, aber die haben sich so dazu entschieden. Vielleicht wird es in einem Facelift ein wenig weniger Kunststoff. Und das war's auch schon mit euren Fragen zum neuen Mazda CX-30. Wir hoffen, wir konnten diese gut und zufriedenstellend beantworten. Falls jetzt noch weitere Fragen aufgetaucht sind, schreibt die gerne unten in die Kommentare. Wir werden sie auch dann dort beantworten. Falls euch dieses Video gefallen hat, würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben sowie über ein Abo freuen. Ihr könnt uns auch sehr gerne auf Instagram oder Facebook folgen. Es gibt also ganz viel Content von uns. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwo dementsprechend bald wieder. Passt gut auf euch auf. Bis dahin. Ciao.